Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute stelle ich euch die allererste Feldaufrüstung in Call of Duty Vanguard vor und Disclaimer, da mache ich so eine kleine Serie draus und ich weiß noch nicht ganz, wie ich sie nenne, sowas wie Mythen in Vanguard oder wie funktioniert das oder ich weiß es noch nicht, ihr werdet es im Titel sehen. Wir wollen uns, oder vielleicht sowas wie besser werden, ich muss es mir noch überlegen. Die allererste, und das werden eher kurze Videos sein, wird halt eine coole Serie sein. Das allererste, was wir uns heute angucken, und ihr seht hier währenddessen, ich will euch immer so ein bisschen mitnehmen, woher diese Infos kommen, wie man das testet. Das Footage, was ich mit meinem Clan in Vanguard, SHPYT, falls ihr beitreten wollt, für 10% extra EXP, wie man den toten Briefkasten nutzt und warum er mit Abstand die beste Feldaufrüstung im ganzen Game ist. Bevor wir weitermachen, Leute, würde ich mich über ein Like von euch freuen auf dem Video und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch sehr gerne natürlich ein Abo. Abo kostet nichts, macht die Glocke an, ihr kriegt garantiert die Videos oder zu 90%, YouTube spackt da manchmal ein bisschen rum. Aber ich will euch kurz erklären, wie funktioniert er, was kann der eigentlich und warum ist der so stark. Wenn ihr ganz normal auf eine 2er, 3er, 4er Killstreak geht und ihr sterbt, dann ist es nicht wie in Cold War, dass ihr die Punkte behaltet und einfach nur der Multiplikator sich resettet, sondern ihr verliert euren gesamten Fortschritt. Das kann natürlich super nervig sein, wenn ihr vielleicht kurz vor den Hunden seid, kurz vor dem Orbi oder Reset oder wie man ihn nennt. Vielleicht habt ihr aber auch kleinere Streaks, weil ihr euch da so langsam rantastet und sterbt immer wieder auf einer 3er Streak. Und ihr habt aber die Drohne, den Blitzschlag und die Gleitbombe oder sowas. Dann gibt es eine Möglichkeit, wie ihr sozusagen aus BO1 ist es, glaube ich, und wie der Nomad aus BO3, zumindest in der Beta- und Anfangsphase, eine Art zweite Chance bekommt. Der tote Briefkasten hat eine Aufladezeit aktuell von 18 Sekunden, wenn ihr keine Kills macht. Wenn ihr Kills macht, lädt er sich jeweils um das Äquivalent von knapp 4 Sekunden wieder auf. Der tote Briefkasten sorgt dafür, dass während ihr auf einer Dreierstreak seid und ihr aktiviert ihn, dann seht ihr rechts das Feld, ihr drückt kurz R2, L2, er ist aktiviert und dann läuft ihr einfach weiter. Es passiert erstmal nichts und ihr sterbt bei der Dreierstreak. Dann kommt ihr ins Leben zurück und der tote Briefkasten hat sozusagen eure Killstreak geschützt. Das heißt, ihr sterbt, aber eure 3 Kills bleiben da. Ihr könnt also einen zweiten Versuch wagen, auf eure Streaks zu gehen. Jetzt kommen ein paar super geile Infos dazu. Der tote Briefkasten lädt ab dem Moment, wo ihr ihn aktiviert, automatisch wieder auf. Das heißt, es macht keinen Sinn, damit zu warten, wenn er voll ist. Sobald ihr auf einer, ich würde sagen, ab einer 3er Killstreak seid, sofort aktivieren, wenn ihr ihn schon habt. Selbst wenn ihr dann sterbt, habt ihr schon wieder ein Drittel, vielleicht ein 2/4, vielleicht 3/4 von dem Briefkasten aufgeladen. Und wenn ihr dann 1 oder 2 Kills macht, nachdem ihr gestorben seid, seid ihr auf einer 4er, 5er Streak und könnt ihn wieder aktivieren. Mythos 1, ihr könnt ihn unbegrenzt häufig nutzen, bis ihr eure Streak habt. Solange ihr immer einen aufgeladen nutzt, nachdem ihr gestorben seid, weil ihr vielleicht kurz passiver spielt oder sonst was, behaltet ihr eure Streak. Das ist unglaublich krass, gerade wenn man das Haus aktuell spielt, um auf Camo Grind zu gehen und alles. Da seht ihr morgen auf jeden Fall auch noch die erste Folge Road to Atomar mit der MP40 auf Gold. Ihr könnt auf einer 5er, 6er Streak sein und ihr könnt es einfach aktivieren, macht noch 1, 2 Kills, habt vielleicht ein bisschen Zeit, sterbt dann, aktiviert es nochmal und es schützt euch auf der 7er, 8er Streak. Dann braucht ihr in der Regel nur noch 3 oder 4 Kills bis zu den Hunden. Da könnten jetzt einige sagen, das ist so eine Noob-Mechanik, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist im Game drin und die guten Spieler werden durch SBMM sowieso mit guten Spielern zusammengesetzt. Jeder, der nicht das nutzt, was im Game ist, ist selber schuld. Dann der Mythos, den wir auch im privaten Game probiert haben, funktioniert das eigentlich auch mit der V2? Wir haben es probiert und jetzt haltet euch fest, im privaten Game könnt ihr 3 Leute töten, den aktivieren, getötet werden, 3 Leute töten, aktivieren, wieder sterben. Das könnt ihr durchgängig machen. Ihr bekommt ab dem 25. Kill eure V2. Das ist kein Witz, Leute. Wir haben es im Multiplayer noch nicht probiert. Es ist im Multiplayer natürlich schwer nachzumachen, weil man dann eben, solange man ihn immer aktiv hat, auch ausreichend Kills machen muss, um die V2 am Ende zu bekommen. Aktueller Stand, der tote Briefkasten funktioniert im privaten Game. Ihr könnt wirklich 4 Kills machen, aktivieren, sterben. 4 Kills machen, aktivieren, sterben. Das könnt ihr so lange machen,
bei 25 bekommt ihr die V2. Wenn das im Multiplayer geht, das werde ich nochmal austesten, werde ich das hier in so einem Kommentar anpinnen und nochmal mit reinschreiben, wäre natürlich komplett übertrieben. Ihr könntet theoretisch einen Kill machen, lange verstecken, aktivieren. Noch einen Kill machen, nachdem ihr gestorben seid, verstecken, aktivieren. Das könntet ihr 25 Mal machen und hättet eine V2-Rakete, obwohl ihr 25 zu 25 gespielt hättet. Finde ich irgendwie ganz cool. Es gab ja früher, wie gesagt, BO1, BO3 schon, also Nomad und die Second Chance oder wie das hieß. Hier funktioniert es eben ein bisschen anders. Ihr könnt es aber immer und immer und immer wiederholend haben. Ich wollte eigentlich auch ganz gern ausprobieren, ob der auch so bei einer Herrschaftsrunde zur Halbzeit geht. Aber hier in Vanguard haben wir keine Halbzeiten. Das heißt, wenn 100 ist, läuft es einfach weiter und es gibt keinen Flankenwechsel, keinen Seitenwechsel. Wenn euch das gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wusstet ihr, dass der so stark ist? Ich habe es nicht gewusst und ich nutze ihn nur noch.